Wir hören jetzt einen Vortrag über der API, das wird Florian gleich noch erklären. MapJS, ein kartografisches API für interaktive thematische Karten. Der Florian Ledermann kommt von der TU Wien und ja, viel Spaß. Vielen Dank. Ja, zum Titel. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass im Vortragsprogramm hier der Artikel meines Vortrags auf weiblich geändert wurde. Offensichtlich gibt es in Deutschland viele, die API mit einem weiblichen Artikel versehen. In Österreich sagen wir das Interface, in Deutschland anscheinend anders, wie auch immer. Nur, dass es zu keiner Verwirrung kommt, so habe ich den Vortrag eingereicht. Deswegen steht es hier so auf den Folien. Hintergrund, wir wollen interaktive thematische Karten machen in Anwendungsfeldern, die jetzt weniger beschäftigt sind mit explorativer Visualisierung, die weniger beschäftigt sind mit Entwicklung von ganzen Apps oder so, sondern die bekannte Phänomene aufbereiten wollen, kartografisch für die General Public im Wesentlichen, in Richtung Storytelling, in Richtung illustrativer Visualisierung, Stichwort Datenjournalismus vielleicht, wo man solche Aufbereitungen findet, vielleicht auch thematische Online-Atlanten, wo man zu irgendeinem Themenkomplex verschiedene Visualisierungen anbieten will. Was uns auch interessiert, ist dann diese Techniken in der Lehre einzusetzen, wo wir allerdings jetzt nicht auch wieder unsere Studierenden aus einem harten technischen Background kommen, sozusagen, also Informatiker und traditionelle GIS-Leute, sondern Kartografinnen, Geografinnen, wo wir auch versuchen wollen, diese Techniken, wie können wir da mit geringeren Programmierkenntnissen auch da effektiv mit den Leuten arbeiten und auch in Hinblick neuer Visualisierungstechniken mit den Leuten gemeinsam etwas entwickeln. Was haben wir da für Anforderungen? Wir wollen also eine Vielfalt an thematischen Visualisierungen machen, und zwar Standardtechniken, die wir gut kennen, weiß nicht, Choropletenkarte zum Beispiel oder irgendwelche skalierten Symbole. Wir wollen aber auch kreativ arbeiten mit eigenen Erweiterungen, mit neuen Visualisierungstechniken, die wir uns einfallen lassen und so weiter. Animation ist ein wichtiges Stichwort, Interaktion, Storytelling online. Das heißt aber in weiterer Folge, dass wir eigentlich die komplette kartografische Pipeline, also vom Laden der Geodaten über irgendwelche Geo-Algorithmen bis zur Visualisierung eigentlich im Webbrowser interaktiv verfügbar haben wollen, um hier auch entsprechend dynamische Visualisierungen zu machen. Eine Technologie, mit der man das sehr gerne macht, die also sehr attraktiv ist in dem Bereich, wäre D3. Kennen wahrscheinlich die meisten, haben die meisten schon mal vielleicht davon gehört. D3 ist also so ein browserbasiertes, SVG-basiertes Visualisierungs-API. Und hier habe ich genommen ein Beispiel von Mike Bostock, der Programmierer von D3, eine ganz einfache Karte, die ist gar nicht interaktiv, einfach nur eine Karte von England. Habe das in eine Funktion reingesteckt, die können wir benennen, sodass wir wissen, was es tut. Also mach mir doch mal eine Karte von den Countries des United Kingdom. Und wenn wir uns das im Code anschauen, dann ist das schon relativ viel Code. Das muss man jetzt hier nicht lesen können, sondern es geht nur darum, einmal zu demonstrieren, okay, ich bin hier sehr flexibel, aber ich habe doch auch für relativ einfache Kartendarstellungen hier sehr viel Implementierungsarbeit zu leisten, bis ich mal was sehen kann. Und es gibt diesen wunderschönen Satz von Alan Kay, simple things should be simple, complex things should be possible. Das ist so ein Leitsatz von dem, was wir da versuchen zu entwickeln. Also einfache Dinge sollten doch einfach umzusetzen sein und dann sollte es aber trotzdem möglich sein, komplexe Dinge, neue Dinge vielleicht zu entwickeln. Welche Herausforderungen haben wir da? Wir haben also doch eine relativ starke Wissenstiefe, die man gleich mal braucht, um im Browser interaktive Karten zu entwickeln. Wir müssen uns mit dem DOM auseinandersetzen, also die Dokumentobjekte da manipulieren. Wenn wir Daten laden, kommen wir sofort in asynchrone Programmiertechniken rein, wo wir mit Callbacks arbeiten oder wenn wir Interaktion machen mit den Events. Wenn wir HTML und SVG zum Beispiel mischen, dann wird es auch schnell mal schwierig. Da müssen wir uns mit Transformationsmatrizen herumschlagen und ähnliches mehr. Also auch eben solche simplen Dinge, bevor wir noch überhaupt anfangen, etwas zu tun, kann relativ komplex sein. Auch natürlich nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber Browserunterschiede, Browserbugs, all diese Dinge müssen also verstanden werden, wenn wir auf diesem niedrigen Level Karten machen wollen.
Das führt dann auch zu so Spaghetti-Code, der selbst bei geübten Programmieren, wenn man in D3s und in Prototypen entwickelt, dann wird das immer größer und ist ganz toll, aber wenn ich das mal dann warten oder ändern oder updaten will oder wiederverwenden will, dann wird das also durchaus schwierig. Das skizziert jetzt so ein bisschen auch schon die Zielsetzung von unserem API eben. Wir wollten also ein API haben, was nicht komplett domain-agnostisch ist wie D3, wo ich also alles machen kann, sondern das also speziell für interaktive thematische Kartografie Konzepte zur Verfügung stellt. Es soll aber eben ein High-Level-API sein, das heißt, simple things should be simple, aber eben auch everything, was immer das ist, das hat natürlich irgendwo Grenzen, aber es soll auch auf jeden Fall möglich sein, kreativ zu arbeiten, neue Dinge zu implementieren. Es gibt da bei der API-Entwicklung dieses Stichwort Magic. Das ist auch etwas, was im Programmierbereich nicht unbedingt so gern gesehen ist. Das heißt nämlich, dass hinter den Kulissen Dinge geschehen, die ich nicht unbedingt vollständig definiert habe oder die ich nicht unbedingt vielleicht vollständig verstehe. Das ist etwas, wo wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen Magic sozusagen in diesem API, speziell für diese nicht kartografisch relevanten Funktionalitäten. Also wie genau die Daten geladen werden, wie das hinter den Kulissen alles funktioniert, das interessiert uns vielleicht erstmal gar nicht so. Aber eben, es soll auf jeden Fall transparent sein. Das heißt, bei Bedarf möchte ich auch reingehen können und diese Aspekte anpassen können. Ein Stichwort, den wir von Python übernommen haben als Leitsatz auch, ist dieses Batteries Included. Das ist so in der JavaScript-Welt für mich, ich habe viel auch in Python gemacht, so ein bisschen ein Ärgernis, dass quasi für jede kleine Funktionalität man wieder irgendeine extra Library von NPM einbinden muss oder so. Das ist auch eine Hürde für Anfängerinnen und Anfänger und da wollten wir eben etwas haben, was wirklich horizontal über die ganze Bandbreite mal gewisse Funktionalität mitbringt und die kann ich dann bei Bedarf erweitern. Basieren tut das Ganze immer noch auf D3.js, also unter der Haube arbeitet das auch mit D3. Ich kann also auch runtergehen und in D3 dann neue Techniken entwickeln und die Karten werden entsprechend in SVG gerendert. Genug über den Hintergrund jetzt, gehen wir gleich mal in Medias Res mit so ein paar ganz einfachen Codebeispielen. In einer einzigen Zeile kann ich mir einfach mal eine Geometrie laden und anzeigen lassen. Hier sind es zwei Zeilen, weil ich auch noch die Projektion jetzt spezifiziere. D3 bringt mit eine riesige Bibliothek von Projektionen. Ich habe mir zum Beispiel gestern aus der Keynote angeschaut, diese Quinkungsprojektion bringt jetzt für Österreich nicht so viel, weil das eher für globale Datensätze von relevant ist, gäbe es da auch in dem extra Geo-Package von D3. Aber ich kann also einfach meine Karte erzeugen, dann sagen, lad mir diese Geometrie und verwende diese Projektion. Die Geometrie wird geladen, die Projektion appliziert und die Karte wird auch schon eingestellt, dass ich einfach diese Geometrie mal sehe, was ist da überhaupt drinnen. Das ist natürlich jetzt noch nicht so spannend. Üblicherweise in der thematischen Kartografie habe ich dann mal ein Datenfile, was vielleicht extra dann noch geladen wird, ein CSV-File zum Beispiel mit irgendwelchen statistischen Indikatoren. Das wäre also der nächste Schritt. Ich möchte meine Geometrie laden, ich möchte meine Indikatoren laden. Das dann zusammenführen ist auch schon nicht ganz trivial, wenn wir es in D3 machen. In MapMap geht das recht einfach. Ich lade meine Geometrie, ich lade meine Daten als CSV-File. Und ich kann hier in den Optionen angeben einen Feldnamen, einfach der als ID interpretiert wird und der verwendet wird, um die Daten dann mit der Geometrie entsprechend zu verknüpfen. Und ich habe hier jetzt dann schon High-Level-Visualisierungstechniken auch implementiert, zum Beispiel eine Choropletenkarte. Ich sage einfach, gib mir eine Choropletenkarte jetzt von der Bevölkerungsdichte von Österreich, vorausgesetzt diese also in dem Feld Pop-Density gespeichert und eine Legende möchte ich auch haben in HTML und dann bekomme ich so eine Karte. Ist jetzt keine sonderlich gute Choropletenkarte, aber es wird schon automatisch zum Beispiel analysiert, was ist das Minimum, was ist das Maximum der Bevölkerungsdichte hier. Es wird eine Klasseneinteilung automatisch angelegt, eine Legende erzeugt und so weiter. Also ich kann schon mal schnell reinschauen, was ist denn da drin in dem Datensatz. Ist natürlich üblicherweise nicht das, was ich als Endergebnis will. Ich will natürlich kontrollieren, wie ist meine Klasseneinteilung, welche Farben möchte ich verwenden und so weiter. Das kann natürlich das API für mich nicht entscheiden, das ist klar. Da müssen wir als Kartografen eine Entscheidung treffen. Welche Informationen brauche ich dazu, um das zu tun? Ich brauche irgendwelche Metadaten, ich brauche Informationen über meine Daten.
wenn ich diese Metadaten jetzt in geeigneter Weise festlege, also dem System noch ein bisschen was erzähle über die Beschaffenheit dieses Pop-Density-Feldes, das kann jetzt ein Human-Readable-Label sein, das kann sein, wie ist meine Klasseneinteilung, was sind die Farben, die ich verwenden will, dann kann ich hier schon eine sehr viel bessere Choropleten-Karte mit mehr oder weniger demselben Code nur unter Hinzufügung dieser Metadaten eben hier erzeugen. Das ist jetzt erstmal auch nur eine statische Karte natürlich, die so angezeigt wird. Ich kann dann jetzt reingehen und mit kleinen Funktionen, die ich in JavaScript implementiere, die Funktionalität weiter anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf das Bundesland Salzburg beschränken möchte, dann schreibe ich mir einfach so eine kleine Filterfunktion, die anhand von dem ISO-Code von dem jeweiligen Bezirk einfach ausfiltert, ist die erste Stelle, also hat der ISO-Code 3 Stellen, ist es also ein Bezirk und ist die erste Stelle ein 5, dann wäre das Bundesland, wären das alle Bezirke aus dem Bundesland Salzburg. Ich schreibe also diese kleine Filterfunktion, verwende das dann, um zu selektieren die Bezirke, die mich interessieren, und lege also den Extent der Karte fest und lege auch so ein Highlight rum, das ist diese Schattierung, die wir hier sehen, und bekomme hier eigentlich eine relativ attraktive Karte dann schon vom Bundesland Salzburg. Interaktionen sind auch modularisiert, also es gibt Standard-Interaktionstechniken, die man hier verwenden kann. So eine Hover-Info, dass wenn ich mit der Maus drüber fahre, dass ich irgendwelche Informationen kriege, also zum Beispiel den Namen und eben die Bevölkerungsdichte. Das kann ich hier recht einfach machen. Oder auch weitere sogenannte Behaviors, zum Beispiel, dass wenn ich auf den Bezirk klicke, dass es reinzoomt. Das kann ich hier auch machen. Vielleicht zeige ich das ganz kurz online. Also hier haben wir, es kommt nachher der Link, es gibt dann online so eine Sammlung von Beispielen. Ich kann also hier jetzt drüber fahren, mir das anschauen, kann dann irgendwo draufklicken, es zoomt rein. Das ist also bei den SVG-Karten natürlich sehr schön, weil das alles nahtlos funktioniert. Das wäre also das. Eine andere Möglichkeit wäre, ich habe mehrere Feldwerte und möchte mit Buttons einfach hin und her schalten. Ich brauche nur dann den Event-Listener entsprechend aufsetzen und eben das entsprechende Feld mit der Choropleten-Symbolisierung visualisieren. Also es wird jeweils immer nur diese eine Zeile Code ausgeführt, wenn ich auf den Button klicke, und ich kann also hier umschalten und es geht alles mit, die Legende geht mit, das Histogramm sogar in der Legende, die Farbskalen ändern sich wie in den Metadaten festgelegt und ähnliches mehr. Hier ist der Code ein bisschen länger, weil ich für die Felder einfach diese Metadaten brauche, aber viel mehr ist hier auch nicht drin. Also es ist zwar JavaScript-Code, aber es ist sehr deklarativ eigentlich und funktioniert sehr direkt, diese Karten zu erzeugen. Gut, Choropleten-Karten kennen wir alle, ist schön, dass wir das machen können, aber eigentlich habe ich ja gesagt, wir können was Kreatives vielleicht auch machen damit. Da gibt es dann auch verschiedene Level, auf denen ich arbeiten kann. Ich kann einerseits sehr einfach beliebige SVG-Attribute verwenden zur Symbolisierung. Also ich kann zum Beispiel hier, könnte ich jetzt mit Linienfarbe und Stil arbeiten, statt mit der Füllfarbe. Macht jetzt hier in diesem Beispiel nicht besonders viel Sinn, aber ist auch möglich. Oder ich kann durch Implementieren einer kleinen Methode SVG-Geometrie beliebige hinzufügen. Es gibt hier gar keine Standardbibliothek mitgeliefert von Symbolen oder so, aber es ist relativ einfach möglich, hier mit wenigen Zeilen Code zum Beispiel so proportionale Kreise mal zu machen oder Tortendiagramme oder was auch immer. Also das ist dann dem Anwender überlassen. Ein Beispiel, was ich jetzt auch für die Beispielsammlung implementiert habe, wäre so ein Sketchy-Symbolizer. Das ist gar nicht so kompliziert, sowas zu machen. Man sieht es jetzt hier nicht sehr schön, weil das ist ein Screenshot, der dann nochmal geresized ist und so. Aber das schaut so ein bisschen aus wie eine Handskizze. Auch das, also die Bevölkerungsdichte von Österreich, ist in der Beispielsammlung drin. Kann man sich anschauen, wenn einen das interessiert, wie man sowas implementieren würde. Natürlich kann einem hier das API nicht jetzt die Arbeit abnehmen, darüber nachzudenken, wie man denn so einen Symbolizer implementiert, aber ich brauche mich zumindest nicht um all den Rest kümmern, sondern kann ein relativ kompaktes Beispiel zusammenstellen, wie man jetzt solche Visualisierungstechniken implementiert, und das ist es auch, wo wir eben den Fokus drauf richten wollen. Ein
quasi Benchmark in der thematischen Kartografie ist immer diese ganz, kennt hoffentlich jeder hier, diese Minutes Map, diese ganz bekannte Karte, wo also jeder natürlich versucht, erstmal diese Minutes Map nachzuimplementieren. Ich bin ein großer Fan von den Arbeiten von Minar und möchte also nicht behaupten, dass das jetzt Minutes Map ist, weil da steckt sehr viel mehr drin. Aber es ist zumindest so das Grundkonzept der Visualisierung dahinter hier mal implementiert, auch wieder mit unserem API. Und hier, das wäre jetzt der gesamte Code, auch das wieder jetzt nicht zum Lesen, sondern einfach so ein bisschen, wo ich sage, das ist schon ganz schön, weil einfach nur in D3 dieses Diagramm da unten, was natürlich nicht Teil von MapMap.js ist, weil es geht ja um Kartografie und nicht über Diagramme, also dieses Diagramm hier unten in D3 zu implementieren, wäre also der Code hier auf der rechten Seite und die gesamte Karte mit den verschiedenen Ebenen, die es hier gibt, eben ist hier auf der linken Seite eigentlich ganz schön ablesbar in diesem deklarativen Stil, welche Techniken hier zum Einsatz kommen. Es gibt auch ein konkretes Anwendungsprojekt, in dem das API eigentlich entstanden ist. Das war das Projekt Gender Atlas, ein interaktiver Online-Atlas für Österreich zum Thema statistische Daten, die wir haben über die Situation von Frauen und Männern in den verschiedenen Lebensbereichen. Das Projekt lief von 2013 bis 2015. Und wir haben diesen Atlas begriffen als eher im Sinne eines klassischen Atlas, als eine durchaus heterogene Sammlung von thematischen Karten, wo wir also verschiedene Technologien, verschiedene Visualisierungstechniken ausprobieren wollten, mit einem Schwerpunkt auf eben Storytelling, wirklich ein Thema aufbereiten, Interaktivität, Verlinkung von Diagrammen und ähnliches mehr. Auch den kann ich, Moment, hoppla, kann ich kurz herzeigen. Wir haben also hier einige Karten entwickelt. Wir haben hier zum Beispiel zum Thema Pendlerinnen, haben wir hier eine statistische Karte. Ich kann jetzt raufklicken und sehe so eine Visualisierung, wie weit die Leute denn pendeln. Auch hier nochmal nach Geschlechtern unterschieden. Ich kann dann umschalten zwischen der Entfernungsvisualisierung und der Visualisierung der Destinationen entsprechend. Kann hier auch mir die verschiedenen Bezirke anschauen, kann hier die Visualisierungen umschalten, das auch wegklicken. Also das waren dann Dinge, die wir on top of that eben visualisiert haben. Hier ein bisschen was Experimentelles zum Thema Diversität der Studienwahl zwischen Männern und Frauen. Wollten wir das mal nicht mit einer Choropletenkarte, sondern mit so einem Füllmuster visualisieren, wo es also dann rauskommt, dass Frauen etwas diverser ihre Studienrichtungen wählen als Männer. Also auch das konnten wir ganz schön mit den vorhandenen SVG-Möglichkeiten umsetzen. Gibt dann auch jeweils ein Diagramm hinterlegt. Also das ist eigentlich auch ganz schön. Und hier eigentlich die Karte, die am meisten Aufsehen erregt hat, haben wir die Straßen von Wien genommen. Und ich kann jetzt hier, wenn ich auf Statistik klicke, kann ich die Straßen, die nach Männern und nach Frauen bzw. nach anderen Kriterien benannt sind, einfach mal so der Länge nach auffädeln zu einem im Grunde einem Balkendiagramm. Also auch so kontinuierliche Visualisierungen zwischen Statistik und Karte sind möglich und dann kann ich die Straßen also wieder über den Stadtraum so ausschütten. Das sind natürlich ganz nette Sachen, die man in SVG dann machen kann. Hoppla, das ist nicht meins. Ja. Es gibt dann auch mittlerweile einige andere Leute, die MapMap verwenden, denen ich auch sehr dankbar bin, sich ein bisschen als Beta-Tester herzugeben, allen voran der Michael Neuze von wahlatlas.net, der also sehr viel auch Feedback gegeben hat und geholfen hat. Also, weil das ist natürlich immer, wenn wir andere das dann verwendet, die erste große Hürde, die man nehmen muss mit sowas. Wir haben auch vor, das stärker in der Lehre eben einzusetzen, mit unseren Studierenden zu arbeiten. Eine Slide gibt es auch noch mit Anti-Werbungen. Es gibt einige Sachen, mit denen ich natürlich nicht zufrieden bin in der aktuellen Version. Also es gibt ein paar Einschränkungen, das auch als Warnung für alle, die jetzt das gleich ausprobieren wollen vielleicht und so. Also es gibt da noch einige Limitationen, die wirklich auch teilweise mühsam sind. Im Moment gibt es nur die Karte sozusagen als monolithisches Objekt. Es gibt kein Konzept von Layers oder Selections oder so. Das wollten wir auch bewusst nicht machen, aber das limitiert natürlich teilweise, was man dann machen kann.
diese Scales von D3, die wir verwenden für die Klassifizierung, sind ziemlich limitiert, wenn man dann genauer in Real-World-Daten hineingeht. Also da gibt es einige Bedürfnisse, was zu ändern und andere Aspekte mehr. Ich überspringe das jetzt auch ein bisschen aus Zeitmangel. Worüber ich lieber noch ein bisschen sprechen möchte, ist die Zukunft. Also wir sind noch auf Version 0.x, also noch vor irgendeiner stabilen und supporteten Version, aber ich behandle so ein bisschen die Stellen nach dem Komma so als Major Releases, also es soll eine nächste Major Release geben mit 0.3, wo eigentlich Ideen für eine neue und modularere Architektur einfließen sollen und das Ganze mehr oder weniger komplett neu geschrieben wird nochmal, wo es also eine besser aufgebaute kartografische Pipeline geben soll, wo man dann auch zum Beispiel Streaming-Data unterstützen kann. Was ist mit Vector-Tiles, wenn ich also die Geometrie nicht als ein File habe, sondern das nach und nach geladen wird, ähnliches mehr. Rasterdaten zum Beispiel werden im Moment überhaupt nicht unterstützt. Wir wollen auch vielleicht nicht immer SVG-Karten machen, sondern das in irgendeiner Form mit unterschiedlichen Rendering-Backends visualisieren können und so weiter. Also da gibt es einige Ideen zur Weiterentwicklung. Parallel soll aber die Version 0.2, wo wir im Moment stehen, 0.2.8, auch nicht vernachlässigt werden, sondern als praktische Lösung weiter supportet werden. Ja, das war's. Das Ganze ist auf GitHub. Im Moment ist es released unter der Effero GPL, also eine relativ restriktive Lizenz. Allerdings bin ich da auch gern bereit, wenn jemand da Einschränkungen hat oder so, einfach Kontakt aufnehmen. Würde mich auch interessieren, was die Community da so denkt. Es gibt auch eben online diese Seite mit Examples, ist auf GitHub Pages und gerne Kontakt per E-Mail oder über Twitter, wo ich auch neue Releases und so bekannt gebe. Feedback ist auf jeden Fall sehr willkommen, weil wir das eben auch aktiv weiterentwickeln wollen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Toller Vortrag. Auch toll an die Zeit gehalten, wie die anderen Redner auch. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Da. Ich wiederhole die Frage dann nochmal fürs Mikro. Ja, gut. Gerade bei Bevölkerungsdaten gibt es ja sehr viele verschiedene Variationsformen. Ich denke an Geschlechter, an verschiedene Bevölkerungsaltersgruppen, an Jahresscheiben, Bevölkerungsprognose etc. Da gibt es viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Attributen. Wie würden Sie das jetzt in so ein Map-Objekt integrieren? Mit entsprechenden Variablen, die dann über Formulare ausgeben lassen? Also es ist hier in diesem Beispiel online ein bisschen skizziert. Man kann hier, also die Frage, Entschuldigung, ja genau. Also die Frage war, wie man damit umgeht, dass es oft sehr, sehr viele unterschiedliche statistische Kenngrößen gibt, auch durchaus zu einer Variable unterschiedliche Varianten, männlich, weiblich oder vielleicht unterschiedliche Zeitpunkte der Erfassung und so weiter. Das haben wir im Gender Atlas durchaus auch gehabt. Also hier ist mal skizziert ganz einfach, wie ich zwischen zwei Indikatoren, die auch vielleicht komplett unterschiedlich sind, umschalten kann und dann auch natürlich unterschiedliche Klassen und ähnliches bekommen. Es wird aber hier in den Metadaten, gibt es hier einen einfachen Mechanismus, es werden nämlich Wildcards supported. Das heißt, wenn meine Indikatoren benannt sind nach irgendeinem Schema, wo dann zum Beispiel die Jahreszahl hinten dran ist, kann ich alle diese Felder mit identen Metadaten sozusagen einfach mit einem Sternchen bekomme ich all diese Felder und brauche dann nur mehr spezifizieren, was pro Feld unterschiedlich ist. Also das haben wir im Gender Atlas auch sehr intensiv benutzt. Also gerade so diese Mutationen von sehr ähnlichen Feldern, die natürlich dann auch zum Beispiel dasselbe Color Scheme natürlich verwenden sollen und ähnliches mehr, wird durchaus unterstützt. Wir haben hier auch eine Karte, wo wir so eine historische Entwicklung uns anschauen und da sieht man auch in der Legende zum Beispiel, dass wir dann die Klassen jeweils in der Legende, die gar nicht belegt sind, zum Beispiel einfach hier ausblenden können und hier die historische Entwicklung sozusagen nicht nur jetzt im Verlauf der Farbe der Karte, sondern auch im Verlauf der belegten Klassen in der Legende hier sichtbar werden. Also das ist so ein Fall, wo wir eben das ein und dasselbe Feld über mehrere Jahrzehnte eben verfolgen. Und das funktioniert eigentlich sehr schön mit diesem Wildcard-Mechanismus, wo wir einfach sagen, okay, alle sollen mal das haben, aber dann gibt es halt, jedes hat noch einen anderen Titel und so weiter. Keine weiteren Fragen? Dann stelle ich noch eine.
Beispiel auch zu diesem Thema. Es ist ja natürlich kartografischer Anspruch, die Klassen so festzulegen, dass die Aussage optimal ist. Aber wie gesagt, bei diesen vielen verschiedenen Variationsmöglichkeiten, wir haben zum Beispiel bei unserer Bevölkerungsprognose 2000 verschiedene Varianten, kann man nicht die Klassen alle vorberechnen. Da haben wir so einen Autoklassifizierungsmechanismus eingeführt. Wäre das bei Ihnen auch eine Option? Ja, das ist etwas, was eben unter Limitation, Also die Frage automatische Klassifizierung, wenn es dann wirklich noch viel mehr wird, was dann manuell nicht mehr bewältigbar ist. Da bin ich in den Limitationen kurz drauf eingegangen, weil wir im Moment, dadurch, dass wir diese D3-Skalen-System verwenden und auch von der Architektur des APIs nicht die Möglichkeit haben, die Daten direkt zur Berechnung der Klassifizierung zu verwenden, aber das ist was, was sehr weit oben auf der Liste für 0.3 eben ist, dass wir so automatische Classifier dann auch unterstützen. Vielleicht auch noch zu dieser Vision, also wo kommt das Farbschema her und so. Das Ding ist nicht dazu da, um kartografische Entscheidungen einem abzunehmen, sondern um kartografische Entscheidungen eigentlich in den Vordergrund zu stellen im Code, ja, und eher einem das ganze Zeug dahinter abzunehmen, was nicht so interessant ist. Also auch unsere Studierenden sollen nicht sich der Illusion hingeben, ich gebe das da rein und das wird alles automatisch gemacht. Oder wenn, dann muss man sich zumindest damit auseinandersetzen, nach welchem Algorithmus, welcher Methode, sondern es geht eher darum, das wirklich zu exponieren und dann auch zu einer Auseinandersetzung anzuregen. Aber natürlich zählt auch zu so einem Erlernen von methodischem Vorgehen, wie kann ich sowas automatisieren? Also insofern sollte das klarerweise schon unterstützt werden, stand aber im Moment eher nicht im Vordergrund, sondern eher mal einfach die kartografischen Entscheidungen überhaupt mal zu exponieren und nicht irgendwo in 15 Seiten Code versteckt drin zu haben. Eine kurze noch. Kurze, okay. Ja. Auf Wiederholen. Die thematischen Daten, die werden ja getrennt von der Geometrie spezifiziert, in diesem Punkt Data. Mhm. In dem Beispiel war es eine CSV-Datei. Was für Möglichkeiten gibt es damit? Beziehungsweise kann man auch zum Beispiel Attribute aus GeoJSON oder so verwenden? Ja, die Frage war, die Daten, sozusagen müssen die immer aus einem CSV-File kommen oder kann man die auch aus einem GeoJSON oder aus anderen Quellen laden? Ich sage mal, die Unterstützung von verschiedenen Formaten ist in der Architektur angelegt, aber im Moment noch nicht sonderlich weit implementiert, einfach mangels Eigenbedarf eigentlich, sollte aber relativ einfach möglich sein. Wenn Daten schon im GeoJSON-File drin sind, dann habe ich sowieso kein Problem, weil im Endeffekt auch die CSV-Daten einfach als Properties dann von den GeoJSON-Objekten reingespeichert werden. Dieser Mechanismus funktioniert auch recht flexibel. Ich habe nur das Standardmodell mit diesem Matching auf einen Attributnamen gezeigt, aber ich kann hier auch Callback-Funktionen übergeben, die das dann zum Beispiel aus den Daten berechnen oder schon Aggregationen vornehmen und so weiter. Also da gibt es so ein relativ flexibles Modell, das ist dann auch in der Dokumentation nachzulesen, wie man das vielleicht flexibler gestalten kann. Ja, Florian, schönen Dank. Schönen Dank auch nochmal an die anderen beiden Redner, an Sie fürs Zuhören.